Hallo, meine lieben Zuschauer. Ich begrüße euch auf meinem Kanal und wollte gleich weitermachen heute mit Zuschauerfragen. Heute habe ich mal nichts aus dem Kontext genommen. Und zwar bekam ich eine Mail von einer Dame, die würde ich gerne mal komplett vortragen und was dazu sagen. Weil in dieser Mail seht ihr, wie man alles erkennen kann, vom Geist, vom Wissen erkennen kann, also jetzt natürlich im Rückspiegel. Wenn man es für sich dann reflektiert, ne, also ihr seid praktisch dann irgendwann, ja sag ich mal, munter geworden und sagt, ey, hier stimmt irgendwas gar nicht, ihr habt euch dann ans Netz gesetzt, habt gegoogelt, habt gesucht, weiß ich nicht, vielleicht schreckliche Trennung, Scheidung oder Betrug oder er belügt mich oder sonst was und seid irgendwann auf das Thema Narzissmus gestoßen, ja? So, und jetzt seid ihr gar nicht mehr fertig geworden. Ne? Ihr habt gelesen, ihr habt Videos geschaut, ihr habt euch Bücher bestellt und immer wieder seid ihr sozusagen oder fühlt ihr euch mit der Nase darauf gestupst, ey, dieser Noch-Partner oder dieser Ex-Partner oder Partnerin, die Männer drehen es bitte wieder um, passt genauso, ist ein Narzisst. Also gibt es keinen Zweifel mehr für dich, er ist ein Narzisst und jetzt schreibt ihr mich an. Ne? In dem Fall jetzt die eine Dame, möchte ich zu dir sprechen. Ne? Ich lasse natürlich, klar ist alles abgesprochen, wie immer Namen weg, gibt es keine Frage. Ne? Und ich möchte es eben gern komplett vortragen, ist zwar ein bisschen längerer Brief, aber damit ihr mal seht, auch wenn man alles weiß dann natürlich und auch am Anfang schon so komisch anfängt, sage ich mal so, ja. Also entweder voll drüber mit der sogenannten Lovebombing-Phase oder eben auch gar nicht, weil auch das schreiben mir viele oder nicht viele, einige von euch, ja, was die immer alle sagen mit der Lovebombing-Phase, da bin ich ja jetzt völlig verwirrt. Habe ich da wohl doch keinen Narzissten an meiner Seite oder gehabt, wie auch immer. Weil ich hatte keine Lovebombing-Phase. Aber später, diese Abwertungen, dieses Ganze, wie kommt das denn dann? Ne? Also, wie gesagt, erstens, ich kann sowieso gar keine Diagnosen stellen. Ich darf es nicht, ich kann es nicht, ne? Und auf die Ferne geht es auch gar nicht. Ihr selbst habt ja, lebt ja diese Beziehung, ihr selbst könnt das ja so ein bisschen einordnen. Ich wollte noch sagen, es ist ganz, ganz oft wirklich nicht so, aus meiner Erfahrung, aus meiner praktischen Erfahrung heraus, dass es sich da wirklich um einen Narzissten handeln muss, weil jeder Mensch hat narzisstische Tendenzen, jeder Mensch, alle Menschen haben narzisstische Züge. Ja, also du kannst auch wirklich jetzt die empathischste Frau oder der empathischste Mann der Welt sein. Ja, also wirklich mit allem Verständnis, Mitgefühl, ein absoluter Gutmensch, wie er nur im Buche steht. Und trotzdem ist es möglich, dass es einen einzigen Auslöser gibt auf der Welt. Irgendwas, ja, wo du vielleicht ausrastest, ja, wo du möglicherweise selbst mal manipulierst, weil du jetzt merkst, hier komme ich gar nicht weiter. Oder weil du auch für jemand anderen oder für etwas anderes, etwas Gutes erreichen möchtest. Ich kann euch das nur so sagen. Wir Leute, denen die Tiere so über alle Maßen am Herzen liegen, ja, die kommen um verschiedene Manipulationen, wenn wir zum Beispiel Pferde rausretten, wenn wir Pferde rausholen, jetzt wo auch immer, ich will da jetzt hier nichts zu weiter sagen, das gehört ja jetzt nicht hierher, ich will euch ein Beispiel geben, dass ihr versteht, was ich sagen will. Wir kommen um Manipulation dieser Leute, in deren Macht, in deren Besitz dieses jeweilige Pferd, nur als ein Beispiel, dieses jeweilige Tier, egal, noch ist, gar nicht herum, um es erstmal in Sicherheit zu bringen. Versteht ihr, was ich sagen will? Das nächste ist, auch Polizisten, die zum Beispiel zum Einsatz gerufen werden, weil der Nachbar angerufen hat, häusliche Gewalt, wiederholt oder zum ersten Mal, wie auch immer, egal. Auch die müssen zuweilen so agieren, um diese Person, die in Gefahr schwebt, ne, oder mehrere Personen, wenn Kinder noch involviert sind,
erstmal da herauszubekommen. Ne? Da kann man nicht einfach klopfen oder klingeln und sagen, hallo, ich habe gehört, es gibt ein bisschen Stress, könnt euch heute nicht vertragen, nehmt mal die Dame mal mit und morgen ist alles wieder gut. Das geht auch gar nicht. Ihr versteht, was ich sagen will. Ja, das meine ich damit. Also wirklich nicht nur, verbeißt euch nicht so sehr auf diese Begriffe. Es ist schön, wenn das Kind einen Namen hat. Keine Frage. Und der ein oder andere oder die ein oder andere auch ist mit Sicherheit mit einem mega Vollblut-Narzissten zusammen gewesen oder ist es noch. Das ist natürlich dann tragisch. Ja, da gibt es ja auch noch diese vielen Abstufungen. Nur darauf, wo es ankommt, ist immer du, auf dich zu schauen. Du, ja. Ich lese es mal einfach vor, damit ihr euch zu meinem schon wieder viel zu langen Vorwort mal so Gedanken machen könnt. Na, ich sage mal zwischendurch was dazu. Los geht's, Namen lassen wir weg, ist klar. Also, liebe Angela, mit großem Interesse verschlinge ich als neue Zuschauerin deine Videos und möchte dir gerne ein großes Kompliment für deine Arbeit machen. Dankeschön. Ich finde es toll, mit welcher Leidenschaft und Engagement du dich für dieses Thema einsetzt und uns dabei hilfst, Licht ins Dunkel zu bringen. Vielen Dank. Sehr gern. Ich habe mich von deinen Ausführungen oft sehr angesprochen gefühlt, dachte, du sprichst direkt zu mir, obwohl ich immer noch im Dunkeln tappe und mich frage, ob ich tatsächlich eine Beziehung mit einem Narzissten eingegangen bin. Das meine ich damit, ne? Viele der genannten Red Flags passen, eben viele aber auch nicht. Bei mir war es wohl eine stark abgeschwächte und äußerst subtile Form, in Klammern Gaslighting, und dennoch bin ich völlig traumatisiert zurückgelassen worden, zum wiederholten Mal. Meine Beziehung begann überhaupt nicht mit einer grandiosen Anfangszeit. Kein Lovebombing, ja, in dem Fall, keine Liebesbekundungen, keine Romantik, keine übersprudelnde Leidenschaft. Es war vielmehr so, dass mein Partner damals vor 8 Jahren eher passiv, galant, höflich und zurückhaltend war. Mein Ex-Partner stammt aus einer guten Familie und wurde, erzogen. Er ist im Kontakt sehr angenehm, aber bisweilen auch leicht distanziert, wenn nicht gar gehemmt. Eine Freundin meinte mal, der habe einen Stock im Arsch. Aber er wird von allen gemocht, geschätzt und er kommt bei Menschen gut und liebenswert an. Und das ist er ja auch. Er ist großzügig, verantwortungs- und pflichtbewusst, umsichtig, humorvoll. Er ist sehr, ja, wohlhabend, und die Hauptproblematik war Geld als Machtmittel. Ich bin jener Beruf, sehr gut angesehen, auch gutes finanzielles Einkommen, also in diesen Punkten finanziell auf jeden Fall auf Augenhöhe. Unsere Dates zu Beginn waren inspirierend, spannend und wir hatten tolle, tiefgründige Gespräche über das Leben. Und er hat mich total geflasht. Ich hatte das Gefühl, meinen Traummann gefunden zu haben. Hier steht jetzt nicht, wann du das Gefühl hattest, wie schnell, nach dem ersten Date, nach dem zweiten oder nach dem dritten. Ich war so glücklich, er sah atemberaubend gut aus, war gepflegt, hatte Stil, begleitet von umwerfenden Umgangsformen. Genau mein Ding. Ich habe es sogar geschätzt, endlich mal auf einen dezenten und anständigen Mann zu treffen, der mich respektvoll und gentlemanlike behandelte. Und jetzt geht's los. Bis dahin alles noch völlig in Ordnung. Doch es brauchte fast 4 Monate, bis ich ihn mal einfach geküsst habe, weil ich es kaum mehr ausgehalten habe. Ja, da hatte ich auch ein bisschen geschluckt, ne? Und ich unbedingt mehr von ihm wollte. Er hat nie Anstalten gemacht, mich irgendwie rumzukriegen oder mich einzulullen. Also kein Fast-Forwarding. Er machte immer einen Schritt nach vorn und wieder 2 zurück. Unsere Liaison begann wirklich holprig und für mich wenig schmeichelhaft, weil ich ja die aktive, die treibende Kraft war. Ja gut, da weißt du schon, ne, das ist dir absolut nicht neu. Egal wie emanzipiert wir Frauen sind, wie fortschrittlich die Welt ist, in welchem Luxus wir leben oder in welcher Armut oder im guten Mittelstand, es spielt absolut keine Rolle, wenn es um männliche und weibliche Polarität geht. Gell?
Also null Rolle spielt das bis heute. Und wenn ein Mann 4 Monate braucht, der hätte, weiß ich ja nicht, wie lange noch gebraucht, dann hast du ihn ja geküsst, ne? Dann heißt das für mich in meiner Welt, mit meinem Verständnis und mit meinem Fühlen, mit meinem Begreifen, der Mann hat kein, vielleicht etwas Interesse an mir. Aber eher viel zu wenig, das würde für mich total feststehen, weil ein Mann, der Interesse hat an einer Frau, der, also keinesfalls, also unter keinen Umständen trifft er sich 4 Monate mit dir, für tiefgründige Gespräche und so weiter. Also aber höflich, du schreibst so höflich, aber auch distanziert und so. Ja, was er auch immer in dir gesehen haben mag, aber es war nicht das, was du in ihm gesehen hast. Du wolltest mehr, für dich war das klar. Aber du hast eben für dich diese Grenzen zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht, entweder nicht gewusst, nicht verinnerlicht, nicht in dir getragen praktisch, dass du sagst, naja, also wenn mich nicht mal jemand versucht zu küssen oder so, ne, nach einem dritten Date mindestens oder so, ja, also da, na, nur mal einen Kuss zu geben oder so, aber 4 Monate und dann probierst du es, dann hat er doch kein Interesse an mir, ne, also ich bin für den offenbar nicht interessant genug oder sexuell auch nicht interessant genug, also was hätte ich alles gedacht? Möglicherweise, ja, der Mann ist, ich hätte gedacht, er ist vielleicht schwul, kann ja sein, weiß ja nicht. Weitere Gedanken wären mir gekommen, vielleicht ist er eben emotional nicht verfügbar, weil er noch über eine andere Beziehung nicht drüber weg ist. Kann doch sein, weil er total verklemmt ist. Will ich das? Will ich so einen verklemmten Stockfisch, ne, wo ich dann immer seine Hand nehmen muss, wo er nie von selbst mal irgendwie anfängt, wo ich die treibende Kraft bin, wo ich komplett schon alleine vom Gedanken her dabei aus meiner weiblichen Polarität fallen muss. Ja, und diesen Part dann übernehmen muss. Weißt du, und ich will das, ich hole deshalb hier am Anfang so aus. Für dich. Weil du dir alles andere, was jetzt kommt, wo sicherlich ja schöne Zeiten dabei waren, gibt es doch keine Frage. Aber alles andere hättest du dir erspart, was auch ganz schrecklich dann wurde. Das hättest du dir erspart, völlig. Wenn du für dich sagst, das sind meine Grenzen. Bis dahin und nicht weiter, das sind meine Wertevorstellungen. Da gehe ich nicht drüber und ich lasse auch nicht drüber bügeln. Meine Werte sind das. Und wenn ein Mann ganz einfach zu wenig Interesse zeigt, sei es verbales, das war ja hier da, oder sei es auch, ja, anziehendes, ne, also sexuelles Interesse, ne, diese Anziehung ganz einfach. Ja, es kann uns alle nicht jeder wollen. Ne, das ist nun mal einfach so. Wir stehen auch nicht auf jeden Mann. Also genauso steht nicht jeder Mann genau auf, es geht ja gar nicht. Ne, also es gibt immer Sympathien, Antipathien zwischen Menschen und es gibt welche, die mögen sich als Freunde ganz, ganz lieb, aber da ist nicht genug Anziehung da, ne? Und umgekehrt. So, machen wir weiter. Ja, weil du die treibende Kraft hast. Mein Bauchgefühl, horchen, sagte mir schon damals, dass da was nicht stimmte. Mein Kopf hingegen übersteuerte dies mit dem Argument, dass dieser Mann halt eben kein Aufreißer, kein Womanizer sei und ich mich eigentlich glücklich schätzen könnte. Ja. Das hast du wirklich gedacht, ne? Das wolltest du. Weißt du, ich will dir nicht absprechen, dass du das gedacht hast. Ich denke nur, wenn du dich jetzt im Rückspiegel reflektierst, dass du wolltest den und dann wolltest du das denken. Also dein Bauchgefühl hat ja schon eindeutig gesagt, irgendwie ist da was nicht ganz koscher bei dem. Aber dann, ach nee, ich bin ja paranoid und das ist endlich mal ein ordentlicher und der will nicht nur Sex. Ne? Na, wie schrecklich, gell? Na, wenn man das mal so sieht, wenn das immer so überbewertet wird und die Männer wollen ja noch Sex. Ja, gibt sicherlich auch welche, will ich ja nicht absprechen, aber guck mal, wie es ist, wenn einer so gar nichts will, auch nicht mal einen Kuss, dann hat er einfach kein Interesse, einfach viel zu wenig Interesse an einer richtigen Liebesbeziehung. Vielleicht hat er Interesse an dir gehabt als Freundin, vielleicht ist er auch wirklich ein bisschen ein Kauz, aber auch damit willst du nicht leben. Das meine ich mit ganz klare Grenzen und Werte haben, ne? So, denn so wie er mir begegnet, begegnet er schließlich auch anderen Frauen. Also bräuchte ich mir diesbezüglich keine Sorgen zu machen, dass er Affären hat, fremd geht und so weiter. Nee, nee, nee. Das ist ein totaler Trugschluss. Was ist denn, wenn er mit einer anderen eine Wahnsinnsanführung verspürt? Auf einmal würdest du den wahrscheinlich nicht wiedererkennen. Da wird er wahrscheinlich zum Hengst. Ne? Da dreht er völlig auf. Du weißt das nicht. Ne? Du weißt das nicht.
Es geht auch nicht darum, ob der vielleicht mal fremd geht, weil er bei dir am Anfang zurückhaltend war. Totaler Schwachsinn. Wenn er dich nicht genauso begehrt, wie du dir das praktisch vorstellst, wie du ihn auch begehrst, wie du dir das eben ganz einfach, ja, wie du es fühlst von deinem Bauchgefühl, dann ist das auch nicht so. Dann begehrt er dich halt nicht genug. Dein Bauch hatte völlig recht. Gell? Auch hat er mir in der Anfangszeit gesagt, dass er dazu neige, seine Gefühle wegzudrücken und diese zu rationalisieren, sie also oft einfach nicht spüren könne. Und da, meine liebste Zuschauerin, und das weißt du heute auch, wäre ich weg. Und du heute auch. Und ihr alle da draußen auch. Hoffentlich. Also wer das noch so ausdrückt auch noch, also dass er dazu neigt, seine Gefühle wegzudrücken, zu rationalisieren und dann auch oftmals sie einfach nicht spürt. Also absolut, also so super gut, also wirklich super gut beschrieben hat er das. Ne? Er hat dir vom Prinzip, nach der Anfangszeit, wo er dich eigentlich gar nicht anziehend genug fand, also oder eben auch völlig verklemmt war oder sonst was, spielt keine Rolle. Er machte diesen Schritt nicht, diesen ersten. Das ist schon mal... Das heißt nicht, dass eine Frau nicht den ersten Schritt machen kann oder darf. Nein, das, aber guck mal, nach 4 Monaten, die sind alle schon völlig überschritten, ist schon alles völlig überzogen. Der hatte einfach so wenig Interesse, ja, glaub's. Ne? So, und jetzt sagt er das auch noch. Ne? Also da weißt du jetzt auch nicht, ist es eine Schutzbehauptung einerseits, ne? Ist völlig egal, spielt auch keine Rolle. Das solltest du ernst nehmen, das ganz, ganz ernst, ihr alle. Ne? So. Er war mir sehr zugetan und hat erwähnt, dass er es erschreckend fände, dass ich ihn schon so gut durchschauen würde, er über seine tiefsten Ängste mit mir spreche und damit seine Fassade nicht aufrechterhalten könne, was ihn ängstig und dazu führe, dass er eher zaghaft mit mir in Verbindung treten könne. Das ist so ein Wahnsinnspunkt, ne? Was er dir da gesagt hat praktisch, dass er direkt von Fassade spricht, die kann er da nicht aufrechterhalten, weil du dahinter geschaut hast und deshalb kann er dich jetzt nicht so nah ranlassen, weil du bist in der Lage, ihn zu verletzen. Möglich, täuschen mit der Wahrheit, das ist eine Möglichkeit, oder dich einfach austesten, das ist eine andere Möglichkeit. Ne? Das, wie gesagt, bis dahin hättest du gar nicht mehr, wärst du normalerweise gar nicht mehr gekommen, würdest du heute nicht, ne? Heute, wo du sagst, meine Werte, meine Grenzen, gibt's nichts, ne? So, er habe Zweifel, ob er schon so weit sei. Ja, wie weit? Was für Zweifel? Ne? Möchte er gerne eine Beziehung mit dir oder nicht? Hat er Zweifel, möchte er keine? Merken nochmal für alle, Ladies, auch die Männer, wenn ein anderer Mensch zu euch in Form einer beginnenden Liebesbeziehung, ja, wirklich, wo ihr euch beide, wo sich eben einer so zugewandt fühlt, ne? Wenn der andere da zu dir nicht, genauso wie du es ja willst, 100% ja sagt, denn du sagtest ja ja zu ihm, du warst ja, wolltest das ja alles, ja. Wenn der andere das nicht kann und sagt, dann ist es ein Nein. 99% reichen nicht, 100 oder nichts. Hm? Für eine Beziehung. Ja, das soll ja bereichernd sein, es soll eine geile Beziehung werden und nicht irgendeine, ja, vielleicht auch heiße Affäre oder, das wollt ihr doch dann nicht, ne, wenn ihr so einen Menschen kennenlernt. Also, nichts. So. Ich habe, hier kommt's, darüber hinweggeschaut, in der Hoffnung, dass das Vertrauen und die Verbindung erst noch wachsen müsse. Also habe ich mich so richtig ins Zeug gelegt, um ihm zu gefallen und ihn von mir zu überzeugen. Weißt du, heute selber brauche ich gar nichts zu sagen. Das geht ganz vielen, so lese ich immer wieder. Ne? Du musst gar keinen von dir überzeugen. Du bist in Ordnung, du arbeitest an dir, du reflektierst dich, ne? Du weißt, was du willst, du setzt deine Grenzen, du hast deine Werte, deine Wertevorstellungen, du führst dein Leben gut. Du musst überhaupt keinen Gefallen. Ne? Du gefällst jemanden oder du gefällst nicht. So geht es dir auch. Es gefällt dir jemand oder er gefällt dir nicht. Ne? Nicht so sehr da reinhängen. Nicht so sehr. Immer auch bei dir und deinem Leben bleiben. Nicht alles so, ja, ich habe einen guten Job, das habe ich, läuft alles nebenbei, habe ich alles blind im Griff, aber jetzt voll hier drauf konzentrieren. Nö, gar nicht. Der hatte gleich von Anfang an so wenig Interesse. Dann haut er dir hier so ein paar Sachen vor den Latz, wie gesagt, um dich da irgendwie mal zu gucken, wie du da vielleicht so reagierst. Ja? Und ja, dann geht es halt weiter und dann weißt du heute auch. Ne? Bereits nach den ersten paar Monaten hatten wir den ersten Streit, weil ich ein Bedürfnis geäußert hatte. Na, also... Das geht ja gar nicht. Die Weichen waren gestellt. Ne? Also du hast dich ins Zeug gelegt, du wolltest ihm gefallen und das war auch alles soweit gut, das hat er sicher wohlwollend aufgenommen und angenommen, aber jetzt äußerst du ein Bedürfnis. Also das Blatt hattest du nicht auf der Hand. Ne? Also es ging gar nicht. Ne? Du hast ja irgendwie einfach,
mal eine Seite gewechselt, ne? Wolltest du seine einnehmen, seinen Partner? Nee, 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 er hatte dir deinen Platz schon zugewiesen. Hm? Zuerst war er mit meiner Emotionalität überfordert, das war klar. Dann verließ er wütend meine Wohnung und die Folge war eine Woche Kontaktabbruch und Schmollen. Dasselbe nach weiteren Wochen. Auch hier hat mein Bauchgefühl angeschlagen und ich war irritiert über die geringe Toleranzgrenze einer Kritik bzw. einer Wunschäußerung. Ja, nochmal, er hatte zu wenig Interesse von Anfang an. Er hat dir deinen Platz zugewiesen, ne, mit seiner, ja, er weiß noch nicht und er braucht da Zeit und er kann sich noch nicht öffnen, weil du hast hinter die Fassade geblickt und mit diesem ganzen Gequatsche hat er dich in diese niedere Position drängen lassen. Damit meine ich, er hat dir deinen Platz zugewiesen. Da, Sitzplatz, da durftest du bleiben. Wenn du an seiner Seite bleiben willst, dann da unten. Und das hast du eingenommen, diesen Platz hast du eingenommen. Damit kam er doch ganz gut zurecht, ne, die ersten Wochen. Aber dann hast du einen Wunsch geäußert oder eine Kritik vielleicht, eine kleine, ne, in Form eines Wunsches. Also er hat das als Kritik dann aufgefasst. Ne? Ja, da war er weg. Kontaktabbruch, zack. Ne? Also er hat damit Kontaktabbruch, ne, hat dir damit gezeigt, Sitz und Platz, sonst nichts an meiner Seite. Und du hast ihn wieder eingenommen. Ne? So, das Bauchgefühl hat angeschlagen, ist klar, du warst irritiert. Das verträgt ja gar nichts, habe ich mir kopfschüttelnd gesagt, aber mir nichts weiter dabei gedacht und ihn schmollen lassen und mich danach auch noch für mein Verhalten entschuldigt. Ja, und gleichzeitig seines durchgehen lassen. Ja, das ist dann auch immer wieder, ne? So, im Rückspiegel schreibst du, ja, ich habe bereits meinen Wert von ehrlicher Kommunikation auf Augenhöhe und Konfliktfähigkeit aufgeweicht und mich angepasst. Aber nicht nur aufgeweicht, du hast den völlig über Bord geworfen, hast gar nicht mehr gewusst, dass es überhaupt ein Wert von dir ist. Ne? Sein Wert, Harmonie, hat er insofern ausgelebt, dass er allen möglichen Konflikten aus dem Weg ging. Genau, ich bin harmoniesüchtig, also nur kein Streit. Und wenn du anfängst, dann bist du streitsüchtig und ich mit meiner Harmoniesucht gehe dann mal aus dem Weg. Da weißt du, dann kann man noch drüber lachen, das ist totaler Quatsch. Ne? So. Monate später, ja genau, er hat dann alles runtergeschluckt, also was ihnen halt nicht gepasst hat, weil er ja so harmoniesüchtig ist. Und Monate später ist er praktisch eskaliert. Innerlich hatte er jeweils ein riesiges Schuldenregister geführt mit all meinen Verfehlungen, die mir dann alle gleichzeitig zeitverzögert um die Ohren flogen. Und ich war hilflos, weil ich ja gar keine Stellung mehr dazu beziehen konnte, sondern einfach überflutet wurde. Er zeigte bisweilen eine ziemlich passive Aggressivität. Manchmal war sie aber auch ganz offen, also diese Aggressivität. Ne? Dann hat er Dinge rumgeschmissen, Türen zugeknallt und mich im Ausland auf der Straße einfach stehen lassen. Ne? Ja, schrecklich. Also konnte seine Wut dann doch nicht beherrschen. Nochmal, er hatte kein gesteigertes Interesse an dir als Frau von Anfang an. Ne? Du hast dann alles getan, um dich ihm unterzuordnen, dich anzupassen, ihm sozusagen zu gefallen, ihm gefallen zu können. Also du hast geglaubt, wenn du dies und das und jenes tust, dann kannst du ihm gefallen. Diese Wut, dieses, was er dann runtergeschluckt hat, wenn du ab und zu einen Wunsch geäußert hast, das war ganz einfach, dass du nicht Sitz und Platz. Er hatte dir diesen Platz zugewiesen. Das heißt, du hast diesen Platz sogar selbst eingenommen, in der Hoffnung, dass da sich noch was ändert. Und das ist, da ändert sich nichts. Ne? Und jetzt, dass der so austickt, dass der dann Wut kriegt, ne? Wenn er jetzt nicht gerade passiv-aggressiv ist, mal austickt oder so, das ist natürlich in dem drin, dass der sagt, also die darf ja praktisch schon an meiner Seite sein, eigentlich, tut mir leid, klingt sehr hart, aber ist so, eigentlich liebe ich sie gar nicht und jetzt geht die mir mit ihren Ambitionen auf den Keks. Ne? Also wenn sie schon hier in meiner Nähe bleiben will, dann soll sie wenigstens aber dann wirklich die Klappe halten und tun, was ich ja sage oder was ich möchte oder sonst irgendwas, weil er, verstehst du, brauchte dich nicht. Er wollte es gar nicht. Du allerdings warst enorm brauchend. Und das weißt du heute auch. Ne? Nach einem Dreivierteljahr hat er nach einem Streit sogar unsere Beziehung beendet. Urplötzlich und schriftlich per Mail. Sowas ist nie urplötzlich. Und das weißt du auch. Ne?
Er hat mich einfach im Regen stehen lassen und hat geschwiegen. Ghosting und Silent Treatment. Deswegen lese ich das vor, weil du das alles wunderbar aufgedröselt hast. Du hast sämtliche Manipulationstechniken drin, die nicht mal welche sein müssen. Wenn du eine, die roteste Flagge am Anfang nicht übersehen hättest, ne? Wenn du schon sagst, oh, ich habe ihn dann irgendwann mal nach 4 Monaten geküsst, das schon gut, hast die eine übersehen. Okay, aber dann die zweite mit diesen Gesprächen, also ich weiß nicht so recht und da kann ich mich nicht öffnen und du hast hinter meine Fassade geguckt und nun muss ich aber ganz sehr sehen und hin und her. Weißt du, das sind ja so hochrote Flaggen, also da, weißt du, das... Nochmal, das, ich weiß, du weißt das heute sicher alles. Ich will es nur für alle Zuschauer mal so richtig deutlich vortragen. Ne? So, ich war völlig geschockt, ja. Hatte 1000 Fragen und keine Antworten, fühlte mich einfach nur wertlos. Ist klar, na klar, du hast dich völlig wertlos gemacht vor ihm. Du hast dich völlig entwertet. Weißt du, von seiner Seite wäre mit Sicherheit gar keine Beziehung zustande gekommen. Ihr wärt da irgendwie immer mal ausgegangen und hättet da mal ein bisschen gequatscht. Er wollte wahrscheinlich jemanden zum Reden. Keine Ahnung, was mit dem Typ vielleicht im Inneren damals war oder auch immer ist. Ne? Der hatte keine Ambitionen. Ja? So. Jetzt hat er sich da auch so ein bisschen in eine Position gedrängt gefühlt, wo er völlig überfordert ist, wo er damit nichts anfangen kann. Ladies, das ist aber wirklich ganz schnell, dass man da Leute überfordert. Ne? Auch Männer, umgekehrt selber. Ne? So. So. Nach 3 Monaten stand er wieder auf der Matte mit einer lapidaren Frage, wollte mir irgendwas zurückgeben und wir haben uns sofort wieder gefunden. Es hat gefunkt, geflasht, geknistert und schwupps war ich wieder drin. Ich wollte ihn ja unbedingt zurück. Ja, du wolltest ihn zurück. Ne? So, der kommt... Ja, hat er vielleicht jetzt wieder Lust gehabt oder da mal zu reden. Die Gespräche zwischen euch waren ja von Anfang an gut gewesen. Wenn du auf deinem Platz geblieben wärst, ja, dann hätte da auch bestimmt noch ein paar weiter gute Gespräche gehabt, aber so ja nicht. So, und jetzt nach 3 Monaten, ne, da kommt an und du sagst, wir waren wieder total geflasht, verliebt und so weiter. Nee, du warst geflasht, verliebt und so weiter. Von Projektion hast du leider nichts reingeschrieben und das ist dein Part. Der Part, der für dich so richtig wichtig ist, Projektion, der kommt dir nicht. Dann schreibst du weiter. Dasselbe wiederholte sich nach weiteren 2 Jahren, nach guten Phasen, also keine Abwertung oder Triangulation etc. waren, folgten jeweils Phasen des emotionalen Rückzugs seinerseits. Ich kam dann nicht mehr an ihn heran und sämtliche Gesprächsversuche und der Wunsch nach Klärung meinerseits wurden verweigert. Ich wurde zunehmend ungeduldig und konnte diese Ignoranz, Kontrolle, Manipulation kaum mehr ertragen, sodass es wieder zum Streit und schließlich erneut zu einer Trennung im gegenseitigen Einvernehmen kam. Da warst du wahrscheinlich, ne? Also on-off ging das dann, da warst du schon so am Boden zerstört, dass du dann wie, ja, auf dem offenen Meer warst, ne? Und hast dich von den Wellen hin und her und hoch und runter schmeißen lassen, ne? Erneut stand ich völlig ratlos da, war am Boden zerstört und habe mich in der Folge auch zurückgezogen. Damals hatten wir noch getrennte Wohnungen. Nach den obligatorischen 3 bis 4 Monaten stand er wieder vor der Tür und ich muss ja nicht weiterführen, was dann passiert ist. Ja, das stimmt. Du bist jetzt immer wieder zurückgegangen, er kam dann wieder. Wie gesagt, aus welchen Gründen auch immer, ne? Wo er sich leer gefühlt hat, nicht gut gefühlt hat oder sowas. Oder wo, ja, es können auch Momentaufnahmen sein und da dachte er, ach, da gehe ich halt mal wieder. Zu ihr sonst was, ne? Große Gefühle, große Veränderungsbestrebungen, große Absprachen. Ich zog dann mit meiner Tochter in sein Haus, so. Und da habt ihr dann als Patchwork-Familie zusammengelebt. Er hat auch Kinder. Du dachtest, jetzt wirst du alt mit ihm. Die Jahre gingen vorbei. Du schreibst, ich war eigentlich glücklich. Nun ja, wahrscheinlich hast du dann doch dich sehr mit den Kindern beschäftigt, hast deinen Platz wieder eingenommen und so weiter. Ne? Du hast den machen lassen und sowas, bist du vielleicht nicht so sehr auf die Pelle gerückt. Ne? Das steht jetzt nicht hier. Ja, bis auf die Tatsache, dass er grundsätzlich sehr mit sich und seinem Universum beschäftigt war, viel Aufmerksamkeit brauchte, emotional nicht immer verfügbar war. Von mir die absolute Anpassung, Integration forderte, sich aber wenig in mein Leben integrierte, erkennt meine Verwandtschaft nicht. Ich ihm immer seine Zeit schenken sollte, mitfahren und Mund halten, war sein Partnerschaftsmotto. Genau, das war von Anfang an so, weil du hast ja diesen Platz eingenommen, weil du ihm gefallen wolltest. Ne? Wieso sollte der das Partnerschaftsmotto ändern? Er hat es dir angeboten, du hast es angenommen und jetzt willst du ständig was ändern. Da denkt er, was ist mit der? Will die mich immer zu erziehen? Ne? Nun darfst du doch an meiner Seite sein. Ja, ich habe mich heruntergelassen. Was soll das? Verstehst du, was ich sagen will?
das sind schon narzisstische Züge, ja, die dann in jedem angetriggert werden können, na klar. Ne? Aber das hat noch gar nichts damit zu tun, dass das jetzt so ein Narzisst sein soll, ja, wo man sagt, also der ist wirklich ein Narzisst, also da trifft alles zu. Du zweifelst ja selbst dran, ist auch richtig. Ne? So. Ich habe mich von ganzem Herzen in diese Familie hineingeschickt und habe alles gegeben. Ich wollte dazugehören. Tat ich das je? Nee. Nee, nie. Ist hart, tut mir leid, aber du, nochmal zurück, hier, gibt's nicht. Ja. Daneben habe ich aber mein Ding nie aus den Augen gelassen. Super, das ist gut. Ich habe einen Freundeskreis gepflegt, Weiterbildung gemacht, Karriere gebastelt und so weiter. Also du warst nicht isoliert, hast dich nicht ganz vereinnehmen lassen. Super, sehr gut. So das Spagat zwischen deinen und seinem Leben, dich mehrheitlich natürlich seinem Leben angepasst, sonst wäre es auch gar nicht gegangen, nicht 8 Jahre, also keinesfalls. Ne? So. Soweit ging es dir dann gut dabei, ne? Wenn das alles so lief. Manchmal fühltest du dich nicht gesehen, gehört und so weiter und manchmal fühltest du dich sogar nur geduldet. Ja, war auch so. So, dann ging es wieder besser, also ein immerwährendes emotionales Auf und Ab. Aber ich erachte dies dann als normal und nicht so schlimm, dann nicht so heftig. Das ist ultra heftig, ne? Also nur weil du nicht geschlagen worden bist, also physische Gewalt oder sowas, heißt das gar nicht, dass es dir nicht genauso ultra schlecht gehen kann. Weil manche Frauen, die sagen sogar, die geschlagen worden, also um Gottes Willen, das finde ich, das geht gar nicht. Ich wollte es nochmal ganz kurz hierbei anmerken. Manche Frauen schreiben mir das, wo der mich geschlagen hat, hat er sich wenigstens um mich gekümmert. Ne? Sonst hat er mich ja völlig ignoriert und links liegen lassen. Ich sage nochmal, du bist eben da, du dachtest, nee, ja, das ist ja nicht so schlimm und so weiter und so fort. Und wenn ich eine Partnerschaft führe, ja, also was gehört denn zur Partnerschaft? Was trennt die denn vom Single-Leben? Ne? Dass ich natürlich einen Partner habe, wo ich mich gesehen und geliebt fühle und der sich genauso gesehen und geliebt fühlen darf und kann und soll, selbstverständlich, aber doch nicht, ja, wo für den einen ne, der Platz eingenommen werden muss, ne, hier, Sitz, und ja, und der andere, der muss anpassungsfähig sich da um den drehen, ja, um diesen Orbit des anderen und ja, nicht auffallen und da nicht und, ne, das ist keine Partnerschaft, es ist keine Partnerschaft. Vor ein paar Monaten wollte ich etwas mit ihm besprechen, das mich sehr belastete und er hat mich total abgewertet, zum ersten Mal. Ja, hat es halt gereicht, hat einen schlechten Tag gehabt, gell? Das heißt wirklich nicht, dass er da Narzisst sein muss. Ihr seht hier fast 8 Jahre zusammen und diese Abwertung an sich, die auch in dem toxischen Kreislauf beschrieben sind, kam jetzt bei dir da zum ersten Mal, deswegen sagst du, könnte sein, könnte nicht sein, könnte sein, könnte nicht sein, spielt jetzt endlich nicht die entscheidende Rolle. So. Er hatte sich auch schon wieder seit Monaten emotional zurückgezogen. Also er sagte dir, er hatte eine Depression und ich war so enttäuscht, dass ich mich angefangen habe, emotional von ihm zurückzuziehen. Ja, natürlich, also irgendwann kann man das ja nicht mehr ertragen, das ist vollkommen normal, aber das ist ja das, was dir ja unheimlich geschmerzt hat. Du hast dich zwar zurückgezogen, aber eben auch keinen Schlussstrich gezogen. Ne? Du hast dich von ihm entfernt, bist vermehrt mit Freunden ausgegangen, gesellschaftliche Verpflichtungen an seiner Seite hast du nicht mehr so viele wahrgenommen. Und nach außen hätte man nicht mehr, also nach außen hat man trotzdem nicht gemerkt, dass was nicht stimmt, aber innerlich wollte ich mich schützen. Ja, endlich, endlich, selbstverständlich. Ne? Also habe ich ihm meine Zufuhr entzogen, ja, wenn du das als Zufuhr bezeichnen willst, die du ihm gegeben hast. Ja. Und dafür habe ich jetzt erneut die Quittung kassiert. Er hat mich und meine Tochter vor 4 Monaten aus dem Haus geworfen mit einer, ja, hatte ich finanziell entschädigt. Du findest das sehr erniedrigend. Oder ist das höflich, dass er dich entschädigt hat? Ne? Naja, hat es nicht. Also das muss er nicht. Ne? Das muss er nicht. Also, ja, wenn ihr nicht verheiratet wart und so weiter und so fort. Ja, höflich kann man, das kannst du jetzt drehen und wenden, wie du willst. Er wollte dich, sorry, echt loshaben. Ne? Dafür legt er sogar Geld hin und sagt, gut, okay, ich will nicht so ein Schwein sein und so weiter. Ne? Sein Vorwurf war, ich hätte ihn nicht unterstützt, hätte ihm den Rücken nicht genug gedeckt, wäre ein schlechter Co-Pilot in seinem Rennwagen gewesen und könne seine Gedanken nicht lesen. Die Liebe reiche jetzt nicht mehr und er wolle sein Leben allein weiterleben. Ich habe also nach seinen Ansprüchen nicht funktioniert, nicht geleistet und dafür gibt es Liebesentzug. Danach herrschte nur noch Kälte, Aggression, Distanz und innerhalb 2 Wochen war ich draußen und seither schweigt er wieder. Ja, genau, ganz klar.
Du hast dir einen Platz zuweisen lassen, den du freiwillig eingenommen hast. Ja, wir gehen immer wieder zum Anfang zurück, dass du das erkennst, dass ihr das erkennt. Und dann hast du den Platz ja praktisch dir selbst auch mit zugewiesen. So, du hast ihn angenommen, sagen wir es mal so. Und hast getan, um ihm zu gefallen, um bleiben zu dürfen. Das hat auch bis hierhin, ja, mit vielen Aufs und Abs geklappt. Und jetzt sagst du ja zum ersten Mal, weil er sich dann wieder zurückgezogen hat, sagt, er hatte Depression oder sonst was. Irgendwann, ganz klar, konntest du das nicht mehr verkraften. Ja, jetzt ist es 4 Monate her. So, und hast dann auch gesagt, also ich muss mich jetzt emotional schützen, ist klar, ich halte es nicht mehr aus. Völlig normal, na klar, sowas hättest du gar nicht dir deiner Seele zumuten dürfen, die ganzen Jahre, weißt du heute auch. So, und daraufhin weiß er, der von Anfang an absolut mangelndes bis kein Interesse an dir als Frau, als Partnerin hatte, versteh bitte nicht falsch. Sicherlich als guten Menschen hat er Interesse an dir gehabt, dass du ein guter Mensch bist. Und sicherlich, dass er mit dir vielleicht als gute Freundin, als gute Gesprächspartnerin, was auch immer, hattet ja gute Gespräche, schreibst du ja. Aber er hatte fast kein bis kein Interesse an dir als Frau, als Partnerin, verstehst du? Und jetzt hast du irgendwann dich in diese Rolle dann ja gedrängt, um ihm zu gefallen. Eine gute Partnerin warst du. Ihm hast alles für ihn getan. Und jetzt ziehst du es zurück. Jetzt weiß der gar nicht mehr, was du dann aber jetzt noch in seinem Haus sollst. Weil dafür eine gute Gastgeberin zu sein, praktisch eine gute, ja, für ihn eine gute Partnerin zu sein, also eine gute Co-Pilotin, wie er selbst sagt, in seinem Rennwagen zu sein. Deshalb warst du da, deshalb durftest du bleiben. Solange du das gemacht hast, getan hast, dann ja, fand er sich auch großzügig, weil er wollte dich ja gar nicht wirklich, verstehe mich nicht falsch. Ja? Aber es ist immer besser, das in aller Härte zu sagen, weil dann sagt es, dann tut es zwar nochmal richtig weh, aber dann kommt auch das Kämpferische wieder durch. Ne? Und dann sagt man, ja, jetzt ist aber auch gut, das akzeptiere ich, dann soll er machen und ich arbeite jetzt an mir, dass ich sowas zugelassen habe und das werde ich auch nie wieder tun. Ja? So. Ich bin am Boden zerstört, ja, es tut mir echt wahnsinnig leid und ich kann das da auch total verstehen. Ne? Aber du wirst jetzt auch verstehen. Ich sitze in der neuen Wohnung, habe Mutterpflichten und muss arbeitsfähig bleiben. Ich habe viel abgenommen, obwohl ich schon vorher schlank war. Ich fühle mich verraten und verkauft. Ja, ist klar, dass du dich so fühlst, ganz klar. Weil, entschuldige nochmal, wirklich, ich weiß, es tut weh, aber du hast dich verraten und verkauft und zwar über 8 Jahre. Du hast deine Seele verraten und verkauft. Wirklich, weil du hast es doch gewusst, du hast es doch gesehen. So ein mangelndes Interesse hast du es doch gewusst. Na? Und dann noch diese Aussagen. Na? Also so, tut mir wahnsinnig leid. Er hat kein Interesse bzw. Empathie zu fragen, wie es uns geht, ja, dir und dein Kind. Ne? Mein Umfeld ist geschockt und kann es nicht fassen, dass er das getan hat, wo er doch so ein lieber und netter Mensch ist und so weiter. Liege ich da falsch? Habe ich eine falsche Wahrnehmung? Ja, ja. Was ist mit meinem Urteilsvermögen? Bin ich vielleicht der Narzisst? Nein, aber siehst du, und das ist genau dasselbe. Ist er es? Bin ich es? Nein, selbstverständlich. Also du, die Frage, bin ich ja der Narzisst, bist du sowieso nicht. Mal ganz davon abgesehen. Narzisstische Anteile, meine Süßen, hat jeder von uns, sonst bist du nicht überlebensfähig. Mehr oder weniger. Nur ob die ins Krankhafte abtreten, dass du wirklich ein Narzisst bist oder eine narzisstische Persönlichkeitsstörung daraus entwickelst, das ist der Unterschied. Aber die Anteile hat jeder und die können dort und dort und hier und da zutage treten, ausgelöst aus Triggerpunkten, ausgelöst, wie es Lina sagt, aus Tretminen. Da können es ausgelöst werden. Ne? Lina hat ja selbst nochmal ganz kurz, ne? Lina Narziss hat ja selbst, wisst ihr alle, eine narzisstische Persönlichkeitsstörung und sie beschreibt das so. Ne? Sie hat ja diese Störung, sie weiß ja, wie sie lebt und sie weiß, wenn da Tretminen kommen, wie sie sagt, was wir als Triggerpunkte bezeichnen, was da passiert. Ne? Und in jedem Mensch sind Anteile, jeder ist mal geschockt und jeder ist dann mal völlig auch empathielos dem einen Menschen gegenüber, weil von dem fühlt er sich jetzt auch verraten und verkauft, ja, und so weiter. Und tut da Dinge, wo man sagt, jetzt bin ich doch gar nicht, wie konnte ich nur und so. Mensch, das ist uns allen doch schon passiert, weil man zu diesem oder jenem Menschen jetzt überhaupt null Empathie und Mitgefühl empfunden hat, weil man sich von dem selbst hat so schlecht behandelt gefühlt oder so ausgenutzt behandelt gefühlt oder sonst was, ne? So. Das ist wirklich in jedem innen. Ne? Es ist einfach so.
So. Habe ich zu hohe Ansprüche? Nein, du hast überhaupt nicht zu hohe Ansprüche. Du möchtest mit jemandem eine gute Partnerschaft führen, aber dann möchte es jemand sein, der genauso viel Interesse daran hat, an einer Partnerschaft mit dir als Person. Und das hatte er von Anfang an nicht. Ja? Kritisiere ich zu viel? Na, wenn du einen Platz einnimmst, dann weißt du, wenn du sagst, ich will jemandem gefallen und tu dann alles, und dann merkst du aber jetzt will ich aber auch mal ein bisschen was wenigstens haben, dann ist das schon zu viel. Ja, natürlich, ne? Wenn du den Platz einnimmst, hast du den Platz. Und deswegen solltest du solche Plätze nicht einnehmen. Niemals, niemals. Ne? So, was hätte ich anders tun können? Ja, gleich am Anfang, der war ein guter Kumpel, mehr nicht. Ne? Stimmt was mit mir nicht? Ja, hat man jetzt, ja, ach, stimmt was nicht, das hört sich jetzt an, bin ich krank? Nee, na, das nicht, jetzt bist du, klar, jetzt fühlst du dich natürlich krank, zerstört. Bist du ja auch irgendwo, ne? Nur du musst wissen, es liegt in mir. Ich habe auf den projiziert, ich habe meine Wünsche und Träume auf diesen Menschen projiziert. Und deswegen habe ich das einfach übersehen, diese roten Flecken, dass der mich gar nicht irgendwie anziehen finden konnte. Er hat mich nicht mal geküsst. Und am Anfang, ich musste auch noch einen ersten Schritt machen. Ich bin völlig aus meiner weiblichen Polarität gegangen, ne? Und dann habe ich da als Fifi einen Platz eingenommen und habe gesagt, okay, wenn du sagst, spring, dann springe ich. Und wenn du sagst, hol das Stöckchen, hol ich es und so weiter. Und dann wolltest du plötzlich auch mal irgendwas durchsetzen, hattest eigene Ambitionen. Das geht dann nicht. Ne? Und das solltest du auch nicht tun, aber nur, dass du es verstehst. Ne? So. Fragen über Fragen und erneut keine Gespräche oder Klärungen und Antworten. Die kannst du von ihm auch nicht haben. Das würde dir so in Worte nicht fassen können. Ne? So. Also jetzt sind 4 Monate vergangen, ja, und jetzt kam er eben nicht zurück. Diesmal hovert er nicht, schreibst du. Ja, das war, sonst kam er immer so nach 3-4 Monaten zurück, ne, und so weiter. Ja, das weißt du nicht, warum. Vielleicht sagt er sich diesmal auch, ach, kann sein, er hat jemand anderen kennengelernt. Kann sein, er sagt sich diesmal, ach, sie hat jetzt, das hattest du ja früher nicht gemacht, sie hat jetzt ihren Platz ja gar nicht mehr eingenommen. Sie ist jetzt ja ihren häuslichen Pflichten hier gar nicht mehr nachgekommen, mich hier zu repräsentieren zum Beispiel, ist er erfolgreicher Mensch und so weiter. Jetzt ist er auch öfters mit Freundinnen ausgegangen, mit Freunden. Ach nee, damit muss ich mich dann nicht behängen. Diesmal sagt er aus seiner Sicht, nee, das ist überhaupt nicht mein Leben, also diesmal ist er wirklich zu weit gegangen. Also macht er hier nur noch seins und will aber in mein Haus leben. Soll das ein Witz sein? Weißt du, dass er diesmal sagt, nee, für mich ist die Sache jetzt auch abgegessen. Ich lass das, ne? So, und dann schreibst du noch zum Schluss. Was ist das, liebe Angela? Ist der ein Narzisst? Geht das auch ganz still und höflich? Ja, da gibt es ganz, ganz viele Typen, ganz viele Typen. Und es muss auch kein Narzisst in diesem Sinne sein, wie ihr das versteht mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung, ein Mensch, sondern einfach nur die Anteile, die dann hervorgetriggert werden können. Ne? So. Oder bin ich vielleicht einer? Nee. Ist er bindungsunfähig? Also es gibt schon Menschen, die bindungsunfähig sind, sicher. Ne? Die gibt es sicher. Wie gesagt, bin kein Psychologe, aber ich denke, es ist immer mangelndes Interesse. Ich bin der Meinung, dass fast jeder Mensch, ich sag mal fast jeder, es gibt bestimmt eine Handvoll Menschen, die sich wirklich nicht binden wollen. Das mag es geben. Aber ich denke, dass ansonsten jeder Mensch gerne menschliche Bindungen hat. Auch natürlich partnerschaftliche Bindungen hat. Weil es einfach dann doch schöner ist. Es ist nur so, dass manche Menschen von klein auf, Narzissten sind, die dieses Urvertrauen nicht mitgekriegt haben, die einfach keinem vertrauen, niemand vertrauen können, da wird das mit einer Partnerschaft nichts, ja? Dazu diese hohe Kränkbarkeit. Dann bei anderen ist es so, dass die jetzt vielleicht ein paar Mal hintereinander enttäuscht wurden oder sich enttäuscht fühlen und sagen, ich gehe nie wieder eine Partnerschaft ein. Also das ist ja Wahnsinn, was ich jetzt schon ein paar Mal erlebt habe, ich bleibe lieber alleine. Die machen dann natürlich eine Tugend raus. Die sind vielleicht auch irgendwann, wenn sie über dieses Ganze drüber weg sind, ganz glücklich allein und sagen, ich will heute gar keine Beziehung. Ja, das gibt es natürlich. Das ist dann aber geschuldet, daraus stammend, was die eben alles erlebt haben und sagen, diese Menschen und sagen, nee, da habe ich einfach zu große Angst. Es ist dann auch tief ins Unterbewusstsein wieder verdrückt, gedrückt worden, sagen, ich bleibe jetzt allein, ich habe mir das vorgenommen, nichts kommt. Wenn, und ich sage das trotzdem, wenn da aber einer käme, oder eine für die Männer, ne? Und würde sagen, würde das praktisch völlig aufweichen, ne? Können, weil das eben dieser Mensch ist, wo man sich einfach
wo alles sozusagen passt, also man passt gut zusammen, in dieser sexuellen Schiene, dieser Körperlichkeit, man passt auch gut zusammen, auf der intellektuellen Schiene, man passt gut zusammen, weil man sich vielleicht in der Freizeit hobbymäßig super gut ergänzt. Ne? Und zwar, also das sind ja so Sachen, wo man sagt, Mensch, also Wahnsinn, dann sind auch diese Menschen sofort bereit, eine Beziehung einzugehen. Auch solche, wenn du sagst, ist da bindungsunfähig. Du, da wollte von Anfang an, hat er wirklich mangelndes Interesse gehabt. Wenn da irgendein anderer käme, wo, das hat mit dir gar nichts zu tun, nichts. Das kann aber sein, dir hat ja auch der gefallen. Und irgendeiner, der dich vielleicht mal unbedingt wollte, der hat dir halt nicht gefallen. Das hat doch nichts mit dem sein Wert oder mit deinem Wert jetzt zu tun. Wir können doch nicht jedem gefallen. Wie soll denn das gehen? Ne? Und da, deswegen könnte der, wenn der irgendeine Träfe, sag ich mal so, die bei dem irgendwas so antriggert, so auslöst, dass er sagt, ja, mit der kann ich es mir richtig vorstellen. Aber auf einmal ist von denen seiner Bindungsunfähigkeit überhaupt nichts mehr zu spüren. Deswegen, gell, so fernmäßig kann man das gar nicht sagen. Es sind nur so Erfahrenswerte, weil ich mit Menschen eben zusammen dieses Thema so schon ein paar Jahre beackere. Da bekommt man viel mit, auch im eigenen Kreis bekommt man ja ganz viel mit. Ich bin ja jetzt nicht mal die Jüngste, ne? So, ich muss wohl akzeptieren, dass unsere Liebe so surreal endet, wie sie angefangen hat. Nee, das ist nichts. Also so eine große Liebe, wie du das gesehen hast mit deiner Projektion, war das von seiner Seite mit Sicherheit nicht. Das wäre anders gelaufen. Ne? Und dass dazwischen nicht ausgereicht hat, eine tragfähige, stabile Beziehung mit ihm leben zu können, hast du Antwort. Ich danke dir von Herzen. Liebe Grüße aus einer Stadt. Oh, Süße. Da war nie was tragfähig und stabil. Du hast es möglich gemacht, überhaupt da sowas wie eine Beziehung. Beziehung haben wir ja mit vielen Menschen. Ja, so eine Beziehung zu führen, aber keine nährende, lebende Partnerschaft. So, meine Lieben, ihr könnt euch gern wieder, oder ich wünsche sogar, dass ihr euch in den Kommentaren dazu austauscht. Ihr könnt auch mir schreiben, ne? Ja, wie gesagt, es ist viel Post, geht ja, deswegen fasse ich sonst normalerweise zusammen. Ich habe das jetzt mal vorlesen wollen, weil wirklich die Dame alles so erkennt, das auch aufschreibt, auch Manipulationstechnik erkennt, mit denen sie sich ja beschäftigt hat. Ne? Und jetzt ein Label sucht, was ich total verstehe. Es wäre jetzt leichter, wenn ich jetzt sagen würde, wenn ich es überhaupt dürfte und wenn ich es auch könnte und würde, der ist mega Narzisst. Dann könntest du jetzt sagen, ja, siehst du, der hat eine Persönlichkeitsstörung, deswegen konnte es gar nicht klappen. Nee, also ich... Wie gesagt, darf es nicht, kann es nicht, tu es nicht, ist auch völlig wurscht. Aber es ist hier sowas von ganz klar, dass du deine Red Flags für deine eigene Seele, die Verantwortung für dich, einen nach dem anderen hast, mega übertreten und ja, und dann zwangsläufig von ihm übertreten lassen hast, obwohl der gar nicht so viel damit zu tun hat. Wirklich, tut mir leid, sorry, aber der hat so viel nicht damit zu tun. Das hat so gut wie alles mit dir zu tun und du kriegst das in den Griff, du kriegst das in den Griff. Du hast das schon erkannt. Und wenn das, was ich jetzt dazu dir noch hier sage, in deine Seele sagt, tu das nochmal mega weh. Das will ich nicht abstreiten. Nicht, dass du denkst, ich will dir keine falschen Hoffnungen machen. Ja, dass ich jetzt sage, ja, wenn du das gehört hast, tut dir nichts mehr weh. Ist ja totaler Schwachsinn. Das tut richtig weh. Aber das ist deine praktisch Eintrittskarte in dein Leben, in deine Welt. Lass ihn da in Frieden und in Freundschaft ziehen, so na, von deinem Geist her, ist ja schon gegangen, er macht auch nichts, er kommt auch nicht wieder, er hufert nicht, Gott sei Dank. Nimm es als wirklich, als gutes Zeichen und sag dir, ich gehe jetzt hier weiter. Na. Ich werde jetzt an mir arbeiten, das passiert sowieso nicht wieder, ich muss das hier erstmal verstehen, was ich da gemacht habe, dass ich mich auf den Platz habe gesetzt. Er hatte wirklich mangelndes Interesse von Anfang an. Wenn dir das klar wird, dann sagst du, okay, dafür, naja, wie ging es dir denn, wenn du aus mehr oder weniger ja, Mitleid, vielleicht auch Bequemlichkeit, dann doch irgendjemand nimmst, weil du denkst, ach, jetzt nehme ich irgendwen, weil ich nicht allein sein will. Wir wissen nicht, den seine Beweggründe, das ist es ja. Manchmal wäre ich auch froh, ich könnte zwei Briefe lesen, ne? Ein sitzt zum Beispiel von dir. Und wie würde er mir schreiben? Manchmal würde es mich total interessieren, wie der das sieht, dass er sagt, vielleicht am Anfang, ja, ich dachte, vielleicht kommt ja dieses Liebesgefühl, das kam dann aber nicht. Oder ich hatte da eine Enttäuschung irgendwann mal und mit der Frau wäre ich lieber zusammen gewesen. Mensch, das weißt du alles nicht, das hat mit dir gar nichts zu tun, gar nichts. Du bist völlig okay, das hat mit dir nichts zu tun, ne? Auch wenn diese Videobotschaft dir jetzt irre wehtut, es soll dich aufrütteln. Ja, wir brauchen ja nicht über dein Köpfchen streichen, sondern so ein Schwein, was hat der dir angetan? Das darf ja wohl nicht wahr sein. Nee, so war es schon nicht. Gell?
So war es nicht. Du weißt es auch, du weißt es. Ne? Ich wünsche dir von Herzen alles Liebe und dass du an dir arbeitest. Und ich hoffe, du schreibst mir mal. Ne? Okay, bis dann. Tschüss.